Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Dörr TV. Mein Name ist Tobias Philippi von der Firma Reisemobile Dörr und ich befinde mich heute in Sprendlingen vor dem Reisemobilforum und möchte euch die ersten Neuigkeiten für die neue Modellsaison vorstellen. Kommt mit! Man sieht schon, hier stehen sehr viele Fahrzeuge von den bekannten Trigano-Marken. Die ersten Prototypen sind hier zu sehen. Da vorne werden immer die neuen Modelle vorgestellt und präsentiert. Auch die Pressesitzungen finden dort statt. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Chausson, beziehungsweise jetzt hier als Challenger gezeigt, Challenger-Fahrzeuge. Wir stehen hier vor einem ganz neuen Modell von Chausson. Es wird heißen Chausson S695. S bedeutet, es ist die schmale Serie von Chausson mit nur 2,10 Meter Breite. Der hat eine Länge von 6,59 Meter und bei dem Modell 695 gibt es hinten rechts praktisch ein französisches Bett an der Seite und ihr habt da den Vorteil, ihr könnt eure Fahrräder unter dem Bett lagern. Fahrzeug jetzt einmal von innen. Hier vorne haben wir eine schöne Sitzgruppe mit ausreichend Platz. Ganz cool ist hier auch das neue Ford-Chassis, was man sieht mit dem neuen Cockpit. Ihr seht also, ihr habt ein digitales Cockpit vorne drin. Ihr habt hier wirklich ein riesengroßes Display, wo ihr eure Klimaanlage, Heizung und sonstige Dinge mitsteuern könnt. Es gibt keinen Schalthebel mehr, sondern man kennt es hier schon von Citroën Space Tourer oder anderen Modellen. Das ist dieser neue Wahlhebel von dem Automatikgetriebe. Also ich finde, es ist ein super schickes Cockpit. Sieht echt schnieke aus. Ja, zu dem Grundriss hinten. Wir haben hier vorne eine kompakte Küche mit allem, was man so braucht. Ja, wir haben hier unten einen schönen Stauraum, eine Besteckschublade ist mit drin. Nochmal einen Schrank, in den ihr Töpfe oder andere Dinge reinstellen könnt. Ihr habt eine schöne Spülenabdeckung. Zwei Kochplatten, ausreichend groß. Hier unten einen Kühlschrank, der ist noch zugesperrt, sperren wir mal auf. 90 Liter groß, Absorberkühlschrank und natürlich nochmal oben zwei Stauräume. So, die Besonderheit sieht man jetzt schon hier hinten. Also ihr habt ein französisches Bett an der Seite. Mir wurde schon gesagt, das wird im neuen Modell ja noch etwas verändert. Das heißt, das Bett wird nachher breiter oben und endet nachher hinten an diesem Schrank. Sehr schön ist, dass man hier von oben an die Kleiderschränke drankommt und wirklich ordentlich Stauraum unterm Bett hat. Man kann über diese Stufen praktisch hier seitlich auf das Bett aufsteigen und hat für 6,59 Meter hier wirklich ein fantastisches Raumgefühl. Ihr könnt euch das natürlich immer schlecht vorstellen vor der Kamera, aber hier drin ist echt Platz. Hier hinten habt ihr auch nochmal Stauraum, auch hier oben ganz cool gemacht. Und auch optisch finde ich das Auto auf jeden Fall schick. Zum Bad, das kennt man auch schon aus anderen Chausson-Grundrissen. Wir haben hier ein Bad mit einem sogenannten Schwenkmechanismus. Den werden wir einmal hier lösen. Das ist mit Handy in der Hand gar nicht so einfach. Moment. So. Ihr habt also eine super großzügige Dusche hier drin oder eben eine Toilette mit einem großzügigen Waschbecken. Hallöchen. Genau. Dann werden wir uns einmal die Heckgarage anschauen. Das ist auch auf jeden Fall mega cool gemacht, denn ihr habt hier die Möglichkeit, auf jeden Fall zwei Fahrräder unterzubekommen, wenn nicht sogar mehr. Dadurch, dass ihr natürlich die Bettanordnung oben in Längsordnung, in Längsrichtung habt, könnt ihr dort problemlos eure Fahrräder drunter stellen. Ja, vom Design her kann ich euch das Auto gerne einmal von außen zeigen. Es ist jetzt hier natürlich als Challenger ausgestellt, weil der Prototyp auf Challenger als Challenger gebaut wurde. Aber ich finde die Optik vom Ford auf jeden Fall mega cool. Die neue Hutze oben, die man sieht, ist echt schick. Und ja, das Auto kann sich in jedem Fall sehen lassen. Jetzt befinde ich mich hier vor dem Chausson X650. Hier ist er ausgestellt als Challenger X250. Ich drehe euch mal die Fahrzeuge sehen. Wir haben schon die neue Fiat-Basis, die zu sehen ist mit dem neuen Kühlergrill. Finde ich extrem gelungen, gefällt mir mega gut. Außen haben wir wirklich diese ganz flachen Rahmenfenster drin verbaut. Kennt man jetzt aus der 25er-Serie schon. Finde ich auch extrem schick gemacht. Und man hat der X-Serie von Chausson ein komplett neues Innendesign gegeben.
Ich werde euch die Kamera hier mal vom Handy ein bisschen rauszoomen. Wir schalten das Licht oben im Fahrzeug mal an und dann könnt ihr das sehen. Also das Auto ist im Vergleich zu den aktuellen Modellen viel heller geworden, finde ich. Viel freundlicher geworden. Man hat auch oben nochmal das X im Hubbett mit drin, was man sieht. Als Basisfahrzeug haben wir hier den Fiat. Und das Möbeldesign hat sich komplett verändert. Das Lichtkonzept hat sich ein bisschen verändert. Also ich muss sagen, ich finde es extrem gut. Die nennen es super matte Fronten. Ja, man kann das vielleicht auf dem Handy jetzt gar nicht so gut erkennen, wie das in echt aussieht. Aber es wirkt wirklich extrem edel und extrem schick. Ja, finde ich definitiv gut. Dann haben wir das Schwenkbad. Das kennt man schon. Das haben wir auch in der aktuellen Modellserie so gehabt. Das fantastische Raumgefühl auf diesem kleinen Fahrzeug. Und hier hinten haben wir den großen Slim-Kühlschrank drin. Und das Besondere definitiv auch ist hinten die Heckgarage bzw. der modulare Kleiderschrank, den ihr da habt. Ja? Ihr könnt nach wie vor den Kleiderschrank elektrisch bis komplett nach unten fahren oder eben, wenn ihr Fahrräder und andere Dinge verstauen wollt, komplett nach oben. Die Schubladen haben sich von der Art nicht verändert, sind genauso wie vorher auch. Es sind ein paar mehr Auszüge dazugekommen und die Fronten haben sich halt verändert. Also nach wie vor super schickes Auto. Ich finde es tatsächlich noch ein Ticken besser, wie das vorher schon war. Und was mir auch extrem gut gefällt, zeige ich euch jetzt noch hinten. Das sind die Heckleuchten am Fahrzeug. Leider haben wir hier jetzt kein Licht an. Also ihr seht es abends, wenn ihr auf die Bremse drauf drückt, ihr habt so ein richtig schönes X hinten drin. Also mega schick von außen, mega schick von innen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das nächste Fahrzeug, was wir uns hier in Sprendlingen anschauen, ist der Chausson 630. Da bin ich sehr froh, dass es dieses Modell wieder gibt. Chausson hat ja diese Lounge-Modelle, wo ihr praktisch oben ein Hubbett habt und unten eine großzügige Sitzgruppe. Das gab es vor ein paar Jahren mal als Einzelbettgrundriss. Das heißt, ihr habt zwei einzelne Betten, die ihr elektrisch runterfahren könnt. Das Ganze wurde jetzt wieder gebaut und das schauen wir uns jetzt einmal an. Chausson wird es im neuen Modelljahr in zwei verschiedenen Ausbauserien geben. Einmal als Etapline und einmal als Firstline. Hier haben wir den Firstline, der ist vom Holz her sehr hell gehalten. Oben sehen wir dann die beiden elektrischen Hubbetten. Wir haben eine super schöne Lounge-Sitzgruppe. Hier vorne jetzt als Prototyp noch mit dem alten Ford-Chassis ausgestellt, aber das wird natürlich in der Modellserie 25 auf dem neuen Ford kommen. Da habe ich ein anderes Video hochgeladen, das könnt ihr euch auch gerne anschauen, von dem Chausson S695. Da könnt ihr das neue Cockpit schon sehen. Ich finde vom Design her wirklich super gelungen. Es ist hell, es ist freundlich, es ist modern. Es hat sich im Badbereich auch ein bisschen was geändert. Also auch hier sieht man wirklich super schön gemacht mit viel Platz. Hier war früher ein Fenster drin, hat mir jetzt einen Spiegel hingemacht. Ihr habt nochmal zusätzlichen Stauraum da oben. In der Dusche ist mir was Neues aufgefallen und zwar war die Duschsäule vorher immer mittig im Bad. Damit man jetzt noch mehr Platz in der Dusche drin hat, wurde die in eine Ecke reingesetzt. Und wir schauen einmal hier hinten in den Kleiderschrank rein. Auch da habt ihr mehr als genügend Platz, um Dinge mitzuholen. Das nächste Auto, was wir uns anschauen hier in Sprendlingen, ist der Chausson 640. Da gab es die letzten Jahre immer die Titanium-Serie. Die Titanium-Serie hat jetzt einen neuen Namen und ein neues Design bekommen. Die nennt sich jetzt Etapline. Jetzt mal, wie das aussieht. Das Design ist jetzt wie folgt. Außen in Grau gehalten. Sieht auf jeden Fall extrem edel aus. Ihr habt nach wie vor eine sehr breite Einstiegstür, was lange Zeit bei Chausson gewünscht war und jetzt endlich so gebaut wird. Wir schalten nochmal das Licht hier oben ein und dann könnt ihr das neue Raumkonzept mal auf euch wirken lassen. So.
Also ich hoffe, das kommt auf dem Handy so rüber, wie es in echt aussieht. Ich finde, es ist ein super schönes Lichtkonzept. Man hat das Licht jetzt warm weiß gemacht, weil das einfach zu diesem Design mit den schwarzen Fronten super gut passt. Der Boden ist angepasst worden auf das Holz der Schränke, gefällt mir auch super gut. Wir haben nach wie vor beim 640 die große Küche, daran hat man nichts verändert. Das hat die letzten Jahre auch schon super gut funktioniert. Und eben diese riesengroße Lounge-Sitzgruppe hier im vorderen Bereich. Kühlschrank ist wie gewohnt der große mit extra Gefrierfach. Das kennen wir schon aus der Modellserie 24. Abgesperrt sieht man immer schlecht, wenn man das Handy vor der Nase hat. Was mir aufgefallen ist, was sich auch noch geändert hat, ist hier hinten der Badbereich. Früher hatten wir hier ein Fenster, jetzt ist ein schöner großer Spiegel da und vor allem ist über dem Waschbecken mal Platz. Wir haben einen kleinen Schrank da. Das Design mit dem Schwarz-Matt ist auch im Bad fortgeführt. Hier haben wir jetzt ein offenes Regal. Da gab es früher so eine Glaswand davor. Manche Kunden hat es gefreut, andere haben gesagt, es hat gestört. Jetzt ist es offen gehalten, finde ich auch schön. Der Kleiderschrank hat sich geändert. Es gibt einen neuen Schuhhalter hier hinten drin, wesentlich schicker gemacht. Und hinten rechts und links haben wir die Schubladen drin. Auch der Schrank hat sich etwas verändert. Vorher gingen diese Ablagefächer im U hier hinten durch. Jetzt hat man es auf die rechte und linke Seite verteilt, um so einfach noch mal mehr Platz zu haben für Dinge, die man vielleicht reinstellt oder reinhängt. Und in der Dusche, ich habe das vorhin schon gezeigt, in einem anderen Grundriss hat sich Folgendes verändert. Die Duschsäule ist in die Ecke gewandert, damit ihr einfach beim Duschen noch mal mehr Platz in der Dusche drin habt. Ja, in der Küche hat sich auch was geändert. Wir haben hier ein neues Ablagefach bzw. Gewürzregal, je nachdem, für was ihr das benutzen wollt. Hier könnt ihr euer Küchenpapier dran machen. Ihr habt noch mal die Möglichkeit, die Küchenarbeitsfläche zu vergrößern. Es gibt ganz neu jetzt USB-C, also auch den kleinen USB-Anschluss. Genau. Jetzt befinde ich mich vor dem Reisemobilforum in Sprendlingen und möchte euch ein ganz besonderes Fahrzeug zeigen, und zwar den Chausson Family & Sport. Mega cooles Fahrzeug. Ja, wir haben auch hier den neuen Fiat Ducato als Basisfahrzeug mit dem neuen Kühlergrill. Sieht extrem sportlich aus. Auch das Aufstelldach fügt sich hier komplett in die Fahrzeugoptik mit ein. Die Beklebung und der Lack, finde ich, harmonieren echt super. Und was das Fahrzeug so besonders und einzigartig macht, das zeige ich euch jetzt innen. Zum Design haben wir das helle Holz, das man von Chausson aus der Sportserie bereits kennt, kombiniert mit den schwarz-matten Fronten. Und jetzt kommt das Besondere im Fahrzeuginneren. Wir haben eine super großzügige Sitzgruppe hier vorne, in der bis zu drei Fahrgäste Platz haben. Das heißt, wir haben hier ein Fünf-Personen-Fahrzeug. Wir haben eine kompakte Küche mit drin. Ihr könnt den Tisch hier vorne in der Sitzgruppe natürlich noch auf die doppelte Größe vergrößern und könnt hinten so eine große L-Sitzbank daraus bauen. Das werde ich euch natürlich noch in einem Video später mal genauer zeigen. Wir haben hier oben einen 90-Liter Kompressorkühlschrank, darunter den Kleiderschrank, und man kann hier hinten schon so ein bisschen erkennen, da wird es besonders. Wir haben im Heck zwei Stockbetten untergebracht, das filme ich euch gleich noch einmal von hinten. Und wir haben hier, ja, man kann es schon fast ein Raumbad nennen, aber es ist noch ein bisschen besonderer. Und zwar, ihr habt zum einen eine super großzügige Dusche. Wie ich jetzt reinstelle, kann ich euch leider nicht mehr so viel filmen. Und ihr könnt ein Mittelbad bauen. Das gab es in den letzten Jahren schon mal von anderen Herstellern, solche Ansätze. Ihr schließt eine Tür nach vorne. Zack, machen wir jetzt mal hier. Und ihr habt eine zweite Tür, um die nach hinten abzutrennen. Und dann habt ihr hier einen separaten Badraum gebaut. Ja, finde ich extrem cool gemacht. Ihr habt richtig viel Platz hier drin. Ihr habt ein super großes Fenster,
im Toilettenbereich und ihr könnt das Ganze auch echt in wenigen Sekunden wieder zurückbauen. Also da hat sich der Hersteller echt was bei gedacht. So, wer jetzt richtig gerechnet hat, wir haben 5 Personen, die wir mitnehmen können. Wo schlafen die alle? Eine Person kann hier schlafen in der umgebauten Sitzgruppe. 2 Personen können hinten in Stockbetten schlafen und die Personen 4 und 5 können oben im Aufstelldach schlafen. Somit haben wir wirklich 5 Sitzplätze und 5 Schlafplätze in einem 6,40 Meter Fahrzeug untergebracht. Sehr cool finde ich auch hier vorne den neuen Fiat Ducato. Gefällt mir extrem gut. Die Polster finde ich extrem schön gemacht. Und was ihr von dem Fahrzeug haltet, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr Interesse an so einem Fahrzeug habt, setzt euch mit mir in Verbindung, entweder über den Link, der unten in der Videobeschreibung drin steht, über die E-Mail-Adresse oder besucht mich auf dem Caravan Salon in Düsseldorf.